Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Überraschungsorakel. Ja, ich bin heute schon ganz aufgeregt, denn ich habe heute für euch den großen Liebesblick XXL. Den gibt es auch ab sofort bei mir zu buchen, denn diese Legung, also es gibt bei mir den großen Liebesblick, also die Legung du und ich, klare Sicht. Das ist mein großer Liebesblick. Es gibt aber jetzt neu den großen Liebesblick, also du und ich, klare Sicht, XXL. Und das ist jetzt neu bei mir und den gibt's jetzt bis kommenden Dienstag zum Sonderpreis, also zum ein Einführungsangebot sozusagen. Da bleiben hier keine Fragen hoffentlich offen. Und der große Unterschied von der normalen Kartenlegung, du und ich, klare Sicht, gibt es bei der XXL-Legung noch mehr Karten. Und zwar die normale Legung unter Anführungszeichen, ja, habe ich mit den Lenormand-Karten ausgelegt, also mit dem magischen Lenormand. Und da habe ich drei Karten für die Gedanken, drei Karten für die Gefühle, drei Karten, was sich dein Gegenüber wünscht von dir, egal ob Partner oder Wunschpartner, drei Karten, was der nächste Schritt deines Gegenübers sein wird und sieben Karten, wie es bei euch beiden weitergeht, also eure Entwicklung. Und für die Gedanken, die Gefühle, für seinen nächsten Schritt und was dein Gegenüber sich von dir wünscht, habe ich zusätzlich noch Karten ausgelegt mit dem Destiny Love Lenormand Volume 2 von Medium Melanie. Da spricht sozusagen dein Gegenüber zu dir für diese Bereiche. Ja, und das gibt's jetzt zum Sonderpreis. Ab kommenden Dienstag gilt der normale Preis. Und jetzt kannst du bis Dienstag diese Legung per Video buchen. Um 45 Euro, Blödsinn, um 40 Euro statt 45, Blödsinn, jetzt habe ich mich verredet. Um 40 Euro statt 50 Euro per Video. Oder wenn du sagst, du möchtest diese Legung als Mail haben, da bekommst du eine PDF-Datei, bekommst du diese Legung per Mail um 20 Euro statt 25 Euro. Ja, ab kommenden Dienstag gilt die Videolegung 50 Euro. Und ab Dienstag auch per Mail um 25 Euro. Also das Einführungsangebot gilt also noch bis kommenden Dienstag. Video um 40 Euro statt 50 Euro und per Mail um 20 statt 25 Euro. Das ist mein Einführungsangebot. Das kannst du jetzt bei mir nutzen und da schau einfach in die Infobox. Da findest du die Links, wo du das buchen kannst per Mail oder als Video. Ja? Wartezeit beträgt 5 bis 10 Werktage nach Zahlungseingang. Ja, und ich denke, das ist eine ziemlich moderate Zeit auch noch. Ja, manche beschweren sich natürlich, dass das eine lange Wartezeit ist, aber dann denke ich mir, okay, dann muss man halt auf einer Line anrufen, wo rund um die Uhr jemand da ist. Ja, und bei mir gibt es nun mal die Wartezeit. Ja, denn ich habe natürlich auch noch andere Dinge. Ich habe einen kleinen Sohn, ich habe auch noch ein Privatleben und ich mache das nicht, die Fließbandarbeit. Ja, das ist nicht das Richtige und das ist auch nicht richtige spirituelle Beratung. Ja, also wenn du bei mir eine Beratung buchen möchtest, nach Zahlungseingang 5 bis 10 Werktage. Ja, ja, das sind mal die Informationen. Ich freue mich natürlich, wenn viele dieses Angebot nutzen und da ist nicht nur für jemanden, der in einer Wunschpartnerschaft ist, sondern auch wenn du in einer Partnerschaft bist. Ja, ist natürlich auch immer wieder sehr, sehr interessant, hier zu schauen, wie sich denn die Partnerschaft entwickelt. Das ist jetzt ein allgemeines Video. Das heißt, es kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Und ich starte jetzt einfach gleich mit dieser Legung und schau mir einfach mal an, was deinem Gegenüber so im Kopf herumschwirrt, worüber dein Gegenüber nachdenkt. Und da schaue ich mir als erstes die Destiny Love Lenormand Karten an und dann in Kombination mit den normalen Lenormand Karten. Und zwar haben wir hier die Bindung. Es sind wiederholende Lernaufgaben in unserer Bindung, die wir gemeinsam meistern werden,
damit es in einer gewollten, festen und stabilen Partnerschaft endet. Das heißt, dein Gegenüber denkt schon mal an die Bindung mit dir. Dein Gegenüber ist es auch bewusst, dass hier Lernaufgaben vorhanden sind. Und eigentlich sagt diese Karte schon etwas ziemlich Positives aus, dass eben dein Gegenüber die Bindung mit dir, zu dir auch im Kopf hat. Dann haben wir die Karte, die Unsicherheit. Meine Zweifel und meine Ängste sind sehr stark. Ich weiß manchmal nicht, was ich machen soll und vor allem, was ich will. Ich habe noch sehr viele Wünsche, aber meine Angst ist stärker. Bitte habe Verständnis und setze mich nicht unter Druck. Und das ist ja auch in der Kopflage. Das heißt, deinem Gegenüber ist es ja bewusst, dass noch Unsicherheiten, noch Ängste da sind, ja. Aber deinem Gegenüber ist es auch bewusst, dass hier eine Lernaufgabe zwischen euch besteht und bei deinem Gegenüber scheint hier die Lernaufgabe zu sein, diese Unsicherheit auszuräumen. Finde ich auf der Position der Gedanken ziemlich gut. Das heißt, dein Gegenüber macht sich ja auch schon Gedanken über die ganze Thematik, ja. Also deinem Gegenüber ist das einfach auch nicht egal. Dann haben wir noch in den Gedanken die Gefühle. Meine inneren Ängste belasten mich sehr. Tiefe Gefühle sind da, machen mir aber noch Angst. Versuche mich zu verstehen, ich bin ein Kopfmensch und muss erst lernen, auf meine Gefühle zu hören. Also deinem Gegenüber ist es bewusst, dass Gefühle da sind. Deinem Gegenüber ist es bewusst, dass Unsicherheiten da sind und dass daraus einfach auch eine Lernaufgabe zustande kommt, die dein Gegenüber auch bewältigen muss. Ja, also ziemlich gute, positive Gedanken, die wirklich auch jemanden repräsentieren, dem schon der Ernst der Lage bewusst ist. Schauen wir uns die Lenormand-Karten an. Und da haben wir das Schiff für langsam. Es kommt etwas langsam in Bewegung, auch abwartende Haltung, Sehnsucht auch. Dann haben wir hier die weibliche Hauptperson, also das ist jetzt hier die Zuschauerin oder der Zuschauer und das Buch für Heimliches. Also deinem Gegenüber ist es bewusst, dass er hier Sehnsucht nach dir hat, aber dass hier vieles auch unausgesprochen ist, nämlich auch die Ängste, die dein Gegenüber hier auch hat. Ja, vielleicht denkt dein Gegenüber auch darüber nach, dass du dich hier auch ein bisschen verschließt. Ja, aber wir wissen hier, dass deinem Gegenüber ja auch bewusst ist, die Gefühle sind da, die Sehnsucht ist da, das Buch steht ja auch für Lernen. Ja, das würde jetzt natürlich auch das bestätigen, was dein Gegenüber schon gesagt hat mit der wiederholenden Lernaufgabe. Ja, dass man hier aus dieser abwartenden Haltung auch rauskommt, dass da hier einfach auch eine Lernaufgabe dahinter steckt. Ja, also ziemlich gute Gedanken und dein Gegenüber hat hier auch große, große Sehnsucht nach dir. Was sagen denn die Gefühle? Und da haben wir die Aufregung. Mache dir bitte keine Sorgen, auch wenn alles zurzeit ein wenig hektisch ist. Es wird sich widerlegen und ich werde dich anrufen und dir alles erklären. Unruhige Zeiten gibt es in jeder guten Partnerschaft. Also auf Herzebene hat dein Gegenüber jetzt etwas eine unruhige Zeit, eine hektische Zeit, aber dein Gegenüber sagt doch, dass er sich eben hier wieder melden wird. Er möchte sich auch auf Herzebene, das ist ja die Herzebene, sein Herz möchte sich auch bei dir melden, aber es ist momentan auch sehr, sehr viel Aufregung, sehr, sehr viel gefühlsmäßige Aufregung in dem Sinn, in dem sich dein Gegenüber auch mit den Gefühlen, das ist ja die Gefühlsebene, auseinandersetzt. Ja, also finde ich eigentlich schon ein gutes Zeichen. Dann haben wir die glückliche Phase. Ich bin momentan ein Glückspilz und alles, was ich mir vornehme, klappt. Und das möchte ich ausgiebig genießen. Wir beide werden bald eine glückliche Zeit miteinander erleben. Gönne mir bitte diese kurze Phase. Also dein Gegenüber, das sind ja auch die Gefühle für dich, ja, in deine Richtung. Wie steht dein Gegenüber gefühlstechnisch zu dir? Also schon ziemlich aufgeregt, der Nervenkitzel, wenn ihr beide euch seht oder wenn ihr Kontakt habt. Und dein Gegenüber empfindet auch eine glückliche Phase, ja. Er empfindet diese Verbindung, diese Gefühle zu dir einfach auch als glücklich, ja, als eine glückliche Phase. Also das finde ich ziemlich gut.
Also für dich natürlich. Und dann haben wir Missverständnisse. Ständig reden wir aneinander vorbei und es endet jedes Mal in einem Streit. Wir sollten uns in aller Ruhe zusammensetzen und alles miteinander klären. Machst du den ersten Schritt auf mich zu? Also natürlich auch auf Herzebene sind Missverständnisse da. Aber, und das sorgt natürlich auch immer wieder für Aufregung, aber dein Gegenüber weiß ja, dass hier eine Lernaufgabe dahinter steckt, diese Missverständnisse, was, wenn es auch um die Gefühle geht, ja, hier wirklich auch auszuräumen, indem einfach dein Gegenüber vielleicht die Dinge jetzt in Zukunft auch ansprechen wird, ja. Aber durch diese Ängste, die dein Gegenüber hat, ja, sind einfach noch Missverständnisse vorhanden. Aber in deine Richtung, wenn es hier um die Gefühle geht, glückliche Phase, aufgeregt ist dein Gegenüber, zwar immer wieder auch noch so Missverständnisse, aber eigentlich schon sehr, sehr gut in deine Richtung. Was sagen denn die Lenormand-Karten zu den Gefühlen? Da haben wir den Berg, die Schlange und den Brief. Also es geht hier, es sind hier noch auf Herzebene Blockaden vorhanden. Blockaden und Verwicklungen. Der Brief steht ja auch für Oberflächlichkeit. Also es kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber sich nach außen hin sehr oberflächlich zeigt, ja, weil es auf der Herzebene einfach noch Blockaden gibt. Aber die möchte dein Gegenüber ja auch ausräumen. Also also das ist so ein Hin und Her auf der Gefühlsebene, steht auch hier für die Missverständnisse, ja? Also auf Herzebene sind einfach noch Blockaden da, aber dein Gegenüber ist sich einfach auch ziemlich sicher, dass diese Missverständnisse, diese aufregende Zeit, dieser Stress, diese Hektik wirklich auch erledigt sein wird und dass dein Gegenüber hier wirklich auch Zugang zu seiner Herzebene bekommt, dass hier die Blockaden auf Herzebene sozusagen aufgelöst werden. Und deswegen kann es auch sein, dass sich dein Gegenüber oftmal auch nur sehr oberflächlich zeigt. Aber wir wissen ja jetzt, die Gefühle bei deinem Gegenüber sind ja da, ja. Aber Ängste sind einfach noch ein großes Thema und deswegen auch hier noch die Blockaden auf Herzebene. Jetzt schauen wir uns an, was sich dein Gegenüber von dir wünscht. Und da haben wir die Liebe, meine Gefühle zu dir sind aufrichtig. Ich werde für unsere Liebe kämpfen. Lass uns auf unser Herz hören, dann kann nichts schiefgehen, aber vergesse den Verstand nicht. Und das ist ja das, was sich dein Gegenüber von dir wünscht. Ja, er wünscht sich eigentlich, dass diese Liebe wirklich auch gelebt wird, dass diese Blockaden, egal ob jetzt mit Partner oder Wunschpartner, diese Schwierigkeiten wirklich auch aufgeräumt werden. Und er wünscht sich hier auch irgendwie, dass du ein bisschen um ihn kämpfst. Ja, es steht ja hier oben, ich werde für unsere Liebe kämpfen, aber das ist ja auch das, was sich dein Gegenüber von dir wünscht. Ja, also wünscht er sich insgeheim schon auch, dass du dich ein bisschen ins Zeug legst. Dann haben wir die Nachricht. Also er wünscht sich auch eine Nachricht von dir, vor allem all jene, die zum Beispiel jetzt mit ihrem Wunschpartner keinen Kontakt haben. Der Kontakt zwischen uns wird nicht abbrechen, auch wenn ich mich eine Zeit lang nicht bei dir melde. Noch ist alles oberflächlich zwischen uns, aber durch die Kontakte werden wir uns besser kennenlernen. Das ist aber auch das, was er sich von dir wünscht, ja? Also liebevolle Nachrichten wünscht sich hier dein Gegenüber von dir oder wenn du in einer Partnerschaft bist, einfach mal einen Zettel schreiben mit der Botschaft, ich liebe dich, ja? Und weiß ich nicht, auf dem Nachtkästchen hinlegen, ja? So etwas kann es natürlich auch sein. Dein Gegenüber wünscht sich hier einfach die Liebe zu dir, die Liebe von dir und natürlich auch Nachrichten von dir. Und dann haben wir die Treue. Und das ist ja auch das, was sich dein Gegenüber wünscht. Du tust mir gut und ich kann mich über alles mit dir unterhalten. Ich werde dir stets die Treue halten und an deiner Seite stehen. Vertraust du mir genauso wie ich dir oder zweifelst du immer noch? Also er wünscht sich auch regelmäßige Nachrichten mit dir. Er wünscht sich auch, dass du ihm treu bist, dass du wirklich auch an seiner Seite stehst. Also das ist eigentlich ziemlich schön, ja? Egal ob Partner oder Wunschpartner. Und da muss ich dazu sagen, es ist, so schön wie es auch klingen mag, ein allgemeines Orakel, ja. Also, wenn du das gerne für dich ausgelegt haben möchtest, für dich
Speziell, dann kannst du ja bis kommenden Montag, bis kommenden Dienstag die Aktion buchen. Ja, da kann sein, dass nochmal dasselbe oder das Ähnliche rauskommt oder das Gegenteil. Ja, weil das einfach hier eine allgemeine Legung ist und einfach nicht auf jeden zutreffen kann. Die Lenormand-Karten sagen uns noch, da haben wir die Wolken für die Unklarheiten, die Routen für die Gespräche und die Sense für Plötzliches, aber auch für Verletzungen. Die Verletzungen sind am Rausgehen. Das heißt, dein Gegenüber wünscht sich hier schon Gespräche, die wirklich auch dafür sorgen, dass diese Unklarheiten, diese Verletzungen auch rausgehen. Ja, vielleicht spielt hier eine andere Person, ein Ex oder eine Ex, noch eine große Rolle, die vielleicht bei dir noch irgendwie nagt. Ja, wo es Verletzungen gegeben hat, dass du vielleicht auch Schwierigkeiten hast zu vertrauen. Dass das einfach hier auch rausgeht, ja, denn wir wissen ja, er wünscht sich hier die Liebe zu dir, er wünscht sich hier die Treue mit dir, liebevolle Nachrichten und vielleicht gibt es einfach auch von deiner Seite aus noch Verletzungen, wo sich dein Gegenüber einfach auch wünscht, dass das einfach von dir, ja, auch in die Heilung gebracht wird. Was wird denn sein oder ihr nächster Schritt sein in deine Richtung? Da haben wir die Lüge. Du darfst nicht zu naiv sein und mir alles glauben. Ich bin dir gegenüber unehrlich, sei schlau und höre auf dein Gefühl. Es tut mir leid, wenn du dich verrannt hast. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass dein Gegenüber hier in der Zukunft nicht ganz ehrlich ist. Ja, dass er hier einfach Dinge noch nicht zugeben möchte. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass er hier einfach zum Beispiel jetzt, ja, sagt, er hat keine Gefühle. Dann wäre das eine Lüge. Ja, oder er sagt, ich bin nicht der Richtige für dich. Wäre das hier auch eine Lüge, ja? Also dein Gegenüber tendiert hier in Zukunft schon so, hier irgendwie nicht ganz ehrlich zu sein und auch vielleicht nicht über alles zu sprechen, wo, was wirklich gerade los ist, ja? Dann haben wir den Teilverlust. Momentan geht es mir nicht so gut und alles nagt an mir. Ich bin selbst mit mir und meinem Leben unzufrieden. Für uns beide ist es nicht die richtige Zeit und ich muss mich nun um meine Probleme kümmern. Also da gibt es bei deinem Gegenüber noch Probleme, um die sich dein Gegenüber einfach auch kümmern muss. Ja, und da kann es einfach sein, dass er einfach über das, was ihn belastet, ja, nicht spricht oder sagt, da ist ja gar nichts, ja, du bildest dir das ein, dass ich Probleme habe, ja, dass er da einfach, ja, das, was ihn wirklich belastet, nicht sagen möchte und vielleicht sagt, da ist einfach nichts, aber wir wissen ja, hier ist etwas und deswegen kann es auch sein, dass sich dein Gegenüber kurzfristig auch zurückzieht, er wünscht sich ja die liebevollen Nachrichten mit dir, er wünscht sich die Liebe, aber es sind natürlich auch Probleme da, ja, die einfach auch angegangen werden müssen, also das ist immer so zwiespältig. Auf der einen Seite wünscht er sich hier die Liebe, wünscht er sich Nachrichten, auf der anderen Seite ist er einfach auch nicht ehrlich, was seine Probleme betrifft. Ja, dass er einfach ein Mensch ist, der andere nicht mit seinen Problemen belasten möchte und deswegen auch vielleicht eine Lüge in die Welt setzt. Ja, um einfach andere Menschen nicht zu belasten. Das gibt es natürlich auch. Und dann haben wir die Freude. Es wird eine wunderschöne Zeit auf uns zukommen. Ich werde dich einladen und dir eine Überraschung bereiten, die du so schnell nicht vergessen wirst. Also das heißt für mich auch immer, okay, das wird hier gut überwunden werden, ja. Auch wenn noch Schwierigkeiten sind, auch wenn dein Gegenüber nicht ganz ehrlich ist und sagt, was wirklich Sache ist, im Endeffekt haben wir mit der Karte der Freude schon, dass es gut werden wird. Es kann natürlich auch sein, ja, das ist auch möglich, dass dein Gegenüber eine Lüge auftischt, sich zurückzieht, weil er eine Überraschung für dich plant. Ja, ist natürlich auch möglich, dass er sagt, ich kann einfach mich jetzt zum Beispiel heute nicht mit dir treffen, weil ich muss arbeiten. Er geht aber nicht arbeiten, sondern plant hier irgendwas. Ja, das ist natürlich auch möglich, denn wir haben ja hier die Überraschung. Also kann es auch sein, dass er hier für dich dann doch zum Positiven lügt, weil du einfach hinter der Überraschung noch nicht kommen sollst. Ja, das ist hier natürlich möglich. Sonst bedeutet es einfach, das, was jetzt hier noch Schwierigkeiten mit sich bringt, wird hier mit der Freude schon aufgelöst. Die Lenormand-Karten sagen zu seinem nächsten Schritt, da haben wir das karmische Kreuz, die Entscheidung und der Neuanfang. Bingo! Es wird also zu einer Entscheidung kommen, die ist sozusagen schicksalhaft. Es ist auch eine Lernaufgabe, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung bringt für euch auch wirklich einen Neuanfang. Ja, haben wir auch hier mit der Karte der Überraschung.
Ja, da bin ich wirklich gespannt. Vielleicht mag mir der eine oder andere schreiben, was denn tatsächlich dann eingetroffen hat. Also eine wichtige Entscheidung wird dein Gegenüber treffen und die Entscheidung hat etwas mit einem Neuanfang zu tun. Wie geht's denn bei euch beiden weiter? Euer gemeinsamer nächster Weg. Das sagen uns hier diese 7 Karten. Das sind nur die Lenormand-Karten. Da haben wir die Lilien für die Familie, die Harmonie, aber auch die Sexualität. Dann haben wir die Sterne, die Wunscherfüllungskarte, die Glückskarte. Also ihr werdet sehr harmonisch miteinander umgehen. Die Klarheit kommt rein. Die Klarheit kommt sogar mit Sicherheit. Also es erwartet euch viel Erfolg, viel Sicherheit auf diesem Weg. Dann der Bär für Stabilität, Mut, Stärke. Man wird auch wieder mehr selbstbewusster sein. Die feste Verankerung. Der Reiter für Aktionen. Und dann haben wir den Fuchs für Zwiespalt, Falschheit, aber auch Schläue. Und da wir jetzt wirklich von 7 Karten 6 positive haben, würde ich den Fuchs jetzt nicht als Falschheit deuten, weil der Fuchs auch aus dem Kartenblatt raussieht, sondern auch als Schläue. Das heißt, viel Harmonie und Klarheit kommt mit Sicherheit rein. Es kommt zur Stabilität und zur festen Verankerung für euch und viele Aktivitäten werdet ihr schlau angehen. Ja, also in eine gute Richtung geht's. Ja, wenn der Fuchs jetzt hier so reinschauen würde ins Kartenblatt, würde ich sagen, oje, da geht's in eine falsche Richtung. Aber der Fuchs schaut raus. Das, was falsch war in der Vergangenheit, ist jetzt am rausgehen. Ihr hält aneinander fest. Der Anker steht ja auch immer dafür, dass man aneinander festhält. Es kommt die Stabilität, es kommt die Sicherheit, die Klarheit, die sexuelle Anziehungskraft ist da. Viel Aktivitäten, viel Bewegung, vielleicht auch eine Botschaft, ja. Und ihr werdet den richtigen Zeitpunkt erraten sozusagen und ihr werdet das hier wirklich schlau angehen, das Ganze. Ja, also eine ziemlich gute und positive Entwicklung, wie man hier sehen kann. Ja, also mir gefällt das, was ich hier sehe, also sehr gute Entwicklung. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr mir so zu schreiben habt. Das freut mich natürlich immer sehr und das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao!